So, dann nochmal herzlich willkommen zu unserem Online-Seminar der Regionalwert AG Freiburg. Wir möchten Ihnen heute die Hintergründe und Funktionsweise der Regionalwertleistungsrechnung vorstellen. Wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das macht uns sehr froh. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen und auch die Vorstellungsrunde dann machen. Mein Name ist Johanna Sachsler. Ich arbeite bei der Regionalwert AG Freiburg eben für die Regionalwertleistungsrechnung. Und kurz zu meinem Hintergrund. Ich habe im Bachelor Physik studiert und dann in meinem Master habe ich nachhaltiges Ressourcenmanagement studiert mit dem Schwerpunkt nachhaltige Landwirtschaft. Genau, mein Kollege Michael Hiss stellt sich auch noch kurz vor, der mit mir an der Leistungsrechnung arbeitet. Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Michael Hiss. Ich bin auf einem Demeterhof aufgewachsen und habe dann relativ konträr dazu Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft studiert und arbeite seit circa 3 Jahren hier daran, sozialökologische Leistungen der Landwirtschaft in Wert zu setzen, also zu bewerten und zu monetarisieren, mit dem Ergebnis der Leistungsrechnung, die wir jetzt heute vorstellen werden. Genau, auch mit dabei ist Christian Hiss, der wird gleich eine kurze Einführung machen und sich im Rahmen dessen dann vorstellen. Genau, also wie gesagt, ich sage ganz kurz ein paar organisatorische Dinge über den Ablauf des Webinars. Und zwar wird Christian Hiss eine kleine Einführung geben und anschließend werde ich die Regionalwertmethodik und auch die Regionalwertnachhaltigkeitsanalyse kurz erläutern und dann geht Michael Hiss ganz konkret auf die Regionalwertleistungsrechnung und auch die Methodik der Monetarisierung, die dahinter steht, ein. Und dann haben wir noch genug Zeit und Raum für Fragen und Diskussionen und da freuen wir uns auch schon auf Ihre rege Teilhabe. Noch ein paar organisatorische Dinge, die ich gerne vorab klären möchte. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne in diesen F&A Frage und Antwort Chat hineinschreiben, also vor allem was fachliche Fragen angeht. Bei allgemeinen Themen, wie dass Sie uns nicht richtig hören können oder so, können Sie gerne den Chat verwenden. Da wird auch gerade schon fleißig reingeschrieben. Das beantworten wir dann alles gesammelt am Schluss. Da können Sie dann auch über dieses Handsymbol die Hand heben und Wortbeiträge abgeben. Dann möchte ich darauf hinweisen, dass die Veranstaltung aufgezeichnet wird. Wir möchten das anschließend auch gerne veröffentlichen. Das heißt, wenn Sie eine nicht anonyme Frage stellen, dann erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir das veröffentlichen. Es gibt aber eben, wie gesagt, auch die Funktion, das anonym zu machen und dann wird Ihr Name nirgendwo auftauchen. Genau, so viel vielleicht vorab von mir zum Organisatorischen. Dann gebe ich jetzt ab an Christian Hiss. Ja, herzlichen Dank, Johanna, für die Einführung. Und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir freuen uns riesig, dass so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei sind. Wir haben vor einer Woche jetzt die Regionalwertleistungsrechnung öffentlich gemacht, freigeschaltet zur Anwendung. Und ja, das ist für uns unglaublich spannend und auch für mich persönlich ein großer Moment gewesen nach so vielen Jahren der Auseinandersetzung im Thema richtig rechnen in der Landwirtschaft. Ich bin auf einem der ersten Biohöfe Deutschlands aufgewachsen, in der Nähe von Freiburg, in Eichstätten am Kaiserstuhl. Meine Eltern haben 1950 bereits auf Ökolandbau umgestellt und ich selbst habe 1982 meinen ersten Betrieb gegründet, gerade mal im Alter von 21 Jahren, einen ökologischen Gemüsebaubetrieb. Und habe quasi, könnte man sagen, die Biolandwirtschaft auch schon maßgeblich mit aufgebaut. Und hatte einen sehr vielfältigen Betrieb, Gemüsebau, 70 verschiedene Kulturen, vieles samenfestes Saatgut, habe eigenes Saatgut gemacht, habe Kompost bereitet, habe einen Stall gebaut, so dass die Nährstoffkreisläufe im Betrieb bleiben. Sehr viel für Bodenfruchtbarkeit getan und habe dann so in den 90er Jahren die doppelte Buchhaltung eingeführt in meinem Betrieb und habe dann zunehmend gemerkt, dass mit
der gewöhnlichen betriebswirtschaftlichen Betrachtung, also mit der gewöhnlichen betriebswirtschaftlichen Buchhaltung und Bilanzierung, eine Kraft in den Betrieb reingreift, die eine andere Landwirtschaft will und verlangt von mir dessen, was ich für ein Landwirtschaftsverständnis habe. Und habe mich dann um das Jahr 2000 herum, also vor mehr als 20 Jahren, auf den Weg gemacht, das genauer zu untersuchen. Also woran liegt das? Wie rechnet die gewöhnliche Betriebswirtschaft? Habe dann im 2006 die Regionalwirt AG Freiburg gegründet, also als erste Regionalwirt AG in Deutschland. Mittlerweile gibt es ja 5 gegründete und 5 Regionen sind auf dem Weg, eine Regionalwirt zu gründen, auch in Österreich und in Luxemburg. Und damals hatten wir gesagt, schon in der Satzung der Regionalwirt AG Freiburg geschrieben, dass die sozialen und ökologischen Leistungen der Betriebe, in die wir Geld investieren, also die Bürgerinnen und Bürger Geld investieren, dass diese Leistungen als Return on Investment zu gelten haben. Also das heißt, als Leistung zum Erhalt des Vermögens. Und das hat man natürlich vor 14 Jahren, als wir die Regionalwirt AG gegründet haben, im Konventionellen noch völlig anders gesehen. Und wir galten im Grunde immer als unrentabel. Und das zu widerlegen, dass wir im Grunde rentabel arbeiten, das zu widerlegen, habe ich mir als Lebensaufgabe, zur Lebensaufgabe gemacht. Habe dann auch noch mal studiert, berufsbegleitet an einer englischen Uni und habe als Wissenschaftler einen Abschluss, eine Masterthesis ausgearbeitet, Nachhaltigkeitswerte in der Finanzbuchhaltung landwirtschaftlicher Betriebe. Und habe dort den Grundstein gelegt, vom Wissenschaftlichen aus gesehen, den Grundstein gelegt für das, was wir jetzt heute vor uns liegen haben mit den beiden Instrumenten. Wir sind noch nicht am Ende. Am Ziel angelangt, erst aber die Regionalwertanalyse und die Regionalwertleistungsrechnung sind auf jeden Fall Meilensteine auf diesem Weg. Wir haben dann 2016 bis 2019 Projekte gemacht, auch geförderte Projekte, richtig rechnen in der Landwirtschaft 1 und 2 und haben begonnen, eben landwirtschaftliche Leistungen zur nachhaltigen Betriebsführung zu bewerten und letztendlich zu monetarisieren. Und genau, und nach Abschluss, vor einem Jahr, haben wir zunächst die Projekte abgeschlossen und haben dann die Erkenntnisse aus diesem Forschungsprojekt in Instrumente gebaut. Und das ging jetzt ein Jahr. Und punktgenau nach einem Jahr haben wir dann mit auch Glück mit dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazugekommen sind, die das können, das in Software gegossen und quasi jetzt allen Betrieben, so dass wir es jetzt allen Betrieben zur Verfügung stellen können. Unsere Thesen: Werte wie Bodenfruchtbarkeit und Fachwissen sind keine ideellen Werte, sondern Kapital, das im Betrieb auf und abgebaut werden kann. Das ist eine Grundüberzeugung, die ich seit Jahrzehnten äußere und auch so meine. Und im Grunde hat mir noch nie jemand widersprochen in den letzten 20 Jahren, wenn ich auf Podien oder in Veranstaltungen, in wissenschaftlichen Konferenzen oder auch bei Kolleginnen und Kollegen das behauptet habe und diese These geäußert habe. Das leuchtet ein. Bodenfruchtbarkeit ist ein Betriebsvermögen und kann vernichtet werden, aber es kann eben auch aufgebaut werden. Durch nachhaltiges Wirtschaften werden diese betrieblichen und gesellschaftlichen Vermögenswerte geschaffen und langfristig erhalten. Das heißt, ich muss im Betrieb was tun. Und wenn ich im Betrieb irgendwas tue, in einem landwirtschaftlichen Betrieb, dann bedeutet es immer Aufwand. Immer. Also ich habe entweder Personalkosten oder ich habe Sachkosten. Wenn ich Kompost bereite, bedeutet das Aufwand. Und das große Problem in der Vergangenheit war, dass dieser Aufwand nicht sichtbar wurde in der Buchhaltung. Und daran haben wir gearbeitet.
Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet, dass wenig oder keine Schäden und Risiken externalisiert werden. Das heißt, diese Kostenkalkulation von externen Schäden und Verlusten durch die Landwirtschaft, die haben wir ja seit vielen Jahren, die Volkswirte berechnen seit 100 Jahren die externen Kosten. Seit 100 Jahren ist die Externalitätenforschung in der Wissenschaft etabliert. Und nur, wie kommt man in die Betriebswirtschaft? Und meine These als jemand, der über 30 Jahre lang einen landwirtschaftlichen Betrieb geführt hat, ist, wenn jeder Betrieb nachhaltig, ich benutze eben dieses Wort mal, wenn jeder Betrieb nachhaltig wirtschaften würde und gäbe es im Grunde keine externen Schäden und Risiken. Und das ist die Spur, auf der wir gehen. Wir berechnen weniger die externen Kosten, sondern wir möchten zeigen, wie die Landwirtschaft in Betriebe, also der Einzelbetrieb und in der Summe sozusagen so wirtschaften können, dass überhaupt keine externen Kosten und Risiken entstehen. Das Problem, das Grundproblem ist, dass diese Leistungen zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit, dass die nicht internalisiert sind in den Produktpreisen, in den Marktpreisen. Leistungen zur Biodiversität oder eben zur Bodenfruchtbarkeit, aber letztendlich auch zur sozialen Leistungskennzahlen wie Ausbildung, die haben keinen Marktpreis, die sind nicht sichtbar am Produkt und schwinden dadurch aus dem Bewusstsein erstens der Betriebe. Das hat mich immer wahnsinnig geärgert, dass meine Kolleginnen und Kollegen so wenig den Blick haben oder immer weniger den Blick haben drauf und durch diese Brille, durch die konventionelle Betriebswirtschaft auf den Betrieb schauen und immer mehr sozusagen diese existenziellen Leistungen zur Erhaltung der Lebensgrundlage aus dem Blick verlieren. Und dann heißt, und das ist völlig zu Recht, ja, es bezahlt mir ja niemand. Und dieses sozusagen, da haben wir uns angemacht, diese Leistungen oder solche Leistungen bezahlbar zu machen, indem dass sie sichtbar werden als erster Schritt und dann eben auch bezahlt werden können. Grundlegend gibt es eben dieser Zielkonflikt, da habe ich auch schon ein bisschen was angedeutet. Die Zielkonflikte in der Landwirtschaft, Gesellschaft und Landwirtschaft streben nach Biodiversität durch vielfältigen Anbau. Ich würde sagen, die Gesellschaft immer mehr und die Landwirtinnen und Landwirte, ist nach meiner Erfahrung der letzten Jahrzehnte, würden auch gerne vielfältig wirtschaften, sagen aber, wie gerade eben gesagt, es bezahlt mir ja niemand. Und die Beratung ist auch strikt konventionell betriebswirtschaftlich gewesen die letzten Jahre. Die Biobetriebe haben immer irgendwo nach der Gegend gehalten, haben vielfältige Betriebe erhalten, aber trotzdem kamen sie sozusagen in diese, ich sage es schon mal gerne, in diese Falle hinein, in diese betriebswirtschaftliche Falle, dass auch innerhalb des Bioanbaus die Bandbreite von Leistungen in Betrieben immer größer wurde. Und diesen Zielkonflikt, den gilt es irgendwie zu lösen. Der Druck nimmt zu, also ich bin auch immer wieder beeindruckt, wie das Thema, um das wir uns seit 15 Jahren kümmern, jetzt hochdramatisch in die Presse kommt. Der Druck nimmt zu, die Spaltung zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft auch. Also wir sind absolut up to date mit unserer Methode. Vielleicht Studien gibt es ja viele zu den externen Kosten, aber doch hatten wir die Studie von Boston Consulting Group, einer konventionellen Unternehmensberatungsfirma und zusammen mit dem WWF von 2019 oder sogar 2020, bin ein bisschen gerade unsicher, egal, beeindruckt. Und die haben vorgerechnet, dass in Deutschland ca. 90 Milliarden externe Kosten und Schäden durch die Landwirtschaft verursacht werden pro Jahr, also eben die alle. 90 Milliarden durch Pflanzenschutz, Düngemittel, zu hoher Viehbesatz, Import von Futtermitteln. Die Studie ist frei zugänglich. Unten steht die Quelle. Kann sich jede und jeder herunterladen und lesen. Ist lesenswert. Einfach nur von
ja, was sozusagen dann einbezogen wurde und was vorgeschlagen wird auch. Und auch eindrucksvoll finde ich, wenn man dann die Verhältnismäßigkeit sieht, die deutsche Landwirtschaft macht insgesamt pro Jahr kumuliert 40 Milliarden Umsatz. Und dann rechnen die vor, dass, dass die Landwirtschaft eben noch das mehr als das Doppelte als externe Kosten produzieren. Genau. Ich bin mit meinem Teil am Ende. Jahrelang, vielleicht noch ein Zitat von mir, jahrelang wurden zusätzliche Anforderungen an die Landwirtschaft gestellt. Ganz zu Recht. Ich möchte da nicht missverstanden werden. Aber gleichzeitig sind die Erzeugerpreise gefallen oder mindestens stagniert. Und dann liest man sehr verbreitet, dass der Landwirtschaft eben, wie gerade Boston Consulting Group, auch die Verantwortung zugeschoben werden, für die Schäden zugeschoben wird. Und in diesem Dilemma, in dieser Dilemmasituation, da arbeiten wir. Und was jetzt dann Johanna und Michael vorstellen, was wir die letzten Jahre erarbeitet haben und jetzt vorschlagen, eben der Landwirtschaft und der Gesellschaft zu tun. Vielen Dank von meiner Seite. Alles klar, dann übernehme ich. Und um das nochmal auf den Punkt zu bringen, was Christian gerade schön eingeleitet hat, ist das eigentlich eine Lösung für die Landwirtschaft her muss. Also im Moment gibt es eine Dilemmasituation und wir sehen, wir müssen das lösen. Und dazu haben wir uns auch was überlegt bei der Regionalwelt AG hier. Und zwar wurde ja gerade deutlich gemacht, dass wenn Landwirtinnen und Landwirte etwas für Umwelt, Gesellschaft und auch etwas Nachhaltiges für ihren Betrieb selber leisten, dann kriegen sie das irgendwie nicht ausbezahlt. Sie kriegen das nicht in keiner Form wertgeschätzt. Und deswegen sagen wir, wir sehen die Lösung in einer vierstufigen Operationalisierung von Nachhaltigkeitsleistungen. In der ersten Stufe, im ersten Schritt, muss man erstmal erfassen, welche sozialen und ökologischen und regionalökonomischen Leistungen Ihr Betrieb, hier steht irgendwas, Entschuldigung, das war eine technische, okay, also welche sozialen, ökologischen und regionalökonomischen Leistungen der Betrieb eigentlich erfasst. Dafür haben wir im Projekt Richtig Rechnen in der Landwirtschaft 1 und 2 eine Vielzahl an Kennzahlen erarbeitet, auch natürlich immer in Kombination mit wissenschaftlichen Recherchen, um eben sichtbar zu machen, was kann man dafür eigentlich alles leisten. Im zweiten Schritt muss man dann diese Kennzahlen natürlich interpretieren. Was gilt als nachhaltige Leistung eines Betriebs und was nicht? Dafür setzen wir Grenzwerte und bewerten eben auf einer Skala zwischen Rot und Grün, wo ein Betrieb steht in seiner nachhaltigen Leistung. Genau, in einer dritten Stufe, und das ist eben das Besondere, auch gerade an der Regionalwertleistungsrechnung, schreiben wir diesen bewerteten Kennzahlen finanzielle Werte zu. Also wir monetarisieren diese interpretierten Leistungskennzahlen, weil Geld wirklich eine Währung ist oder eine Bewertung ist, die wirklich jeder versteht. Es geht über das qualitative Bewerten der Nachhaltigkeit hinaus und macht es wirklich greifbar und kommunizierbar, auch für Landwirtinnen und Landwirte, die sagen, ich leiste so viel und keiner schätzt es mir wert. Mit einem Geldwert können Sie das jetzt einfordern gehen und sagen, ja, das ist es nämlich wert. Genau, und die Vision ist, dass es dann irgendwann in einer vierten Stufe auch als Betriebsvermögen in eine Bilanz eingerechnet werden kann. Also dass Bilanzen eigentlich einen vollständigeren Blickwinkel auf all die Leistungen, die die Landwirtschaft erbringt, erhält und die dort sichtbar werden. Genau, auf diese Stufen möchte ich im Detail jetzt noch ein bisschen eingehen. Ich fange mit der ersten Stufe an. Zur Erfassung von diesen Nachhaltigkeitsleistungen braucht es erstmal die Kennzahlen, die es da zu erfassen gilt. Dafür haben wir das ganze Thema Nachhaltigkeit in drei Themenfelder gegliedert. Ökologie, Soziales und Regionalökonomie. Und darunter stehen insgesamt 8 Kategorien. Im Themenfeld Ökologie bewerten wir also Leistungen zu den Kategorien Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität, Klima und Wasser und Tierwohl. Unter Soziales fallen in der Regionalwertleistungsrechnung die Kategorien Fachwissen und der Betrieb in der Gesellschaft.
Und was eben bei uns ein bisschen besonders ist, wir haben das dritte Themenfeld Regionalökonomie. Das heißt, wir haben einen starken Blickwinkel auch, wie der Betrieb in der Region dasteht und betrachten die wirtschaftliche Souveränität und regionale Wirtschaftskreisläufe. So. Genau, das Ganze untergliedern wir dann nochmal weiter in Unterkategorien, die ich hier jetzt mal aufgelistet habe. Ich möchte da nicht im Detail drauf eingehen, aber dass Sie einfach einen Einblick kriegen, was alles dahinter steht. Also im Thema, in der Kategorie Bodenfruchtbarkeit steht zum Beispiel das Phosphor- und Stickstoffsaldo dahinter, auch die Art der Stickstoffeinbringung, die Fruchtfolge und Erosionsschutz. Im Thema Fachwissen steht dahinter, ob ein Betrieb Fachkräfte ausbildet und einstellt, ob es Auszubildende auf den Betrieb gibt, was einfach ganz wichtig ist, um das Fachwissen des Betriebes zu erhalten. Genau, und bei wirtschaftlicher Souveränität wird zum Beispiel bewertet, ob ein Betrieb mehrere Abnehmer der Produkte hat, um einfach souverän zu sein, ob er Direktvermarktung mit hat und so weiter. Genau, also das sind jetzt die Unterkategorien. Dann geht es noch eine Ebene weiter rein. Da möchte ich nur ein kleines Beispiel nennen. Zum Beispiel hinter der Unterkategorie artenreiches Grünland stehen dann nochmal Leistungskennzahlen. Zum Beispiel eben hier in dem Ökologiebeispiel wird dann bewertet, gibt es Dauergrünland, werden Teilflächen stehen gelassen, wie intensiv wird das Grünland gedüngt, wie viele Schnitte pro Jahr gibt es, wird mit Messarbeiten gemäht. Also das nur als kleiner Einblick in, was alles dahinter steckt, was alles bewertet wird. Das ist nämlich wirklich eine große Vielzahl an Kennzahlen und es steckt viel Arbeit darin. Genau, wie werden die jetzt genau erfasst? Das geht über eine sehr einfache und verständliche Eingabemaske. Da spiele ich ein kurzes Video ab, einfach nur als kleinen Einblick, wie das aussieht. Das heißt, wenn Sie jetzt auch die Regionalwertleistungsrechnung kaufen und durchführen, dann werden Sie eben durch diese Eingabemaske durchgeleitet und können da Ihre Betriebsdaten eingeben. Die werden dann wiederum von uns bewertet und monetarisiert. Da gehe ich vielleicht noch weiter drauf ein. Aber das als kurzen Einblick, wie das dann genau aussieht. So, in der zweiten Stufe werden diese Kennzahlen, die ich jetzt gerade angedeutet habe, eben interpretiert, indem wir Grenzwerte gesetzt haben. Diese Grenzwerte wurden erarbeitet im Projekt Richtig Rechnen und eben auch immer weiter ausgearbeitet. Das sind Diskussionsgrundlagen, das kann man noch weiter an Regionen anpassen, das kann man noch weiter an die Betriebszweige anpassen, aber das sind Ergebnisse, mit denen man auf jeden Fall erstmal arbeiten kann. Und zur Interpretation dieser Leistungen haben wir ein weiteres Instrument neben der Regionalwertnachhaltigkeit, neben der Regionalwertleistungsrechnung, nämlich die Nachhaltigkeitsanalyse, die genau das macht. Es geht über die sehr ähnliche Eingabemaske, wie Sie gerade gesehen haben, und die interpretiert aber erstmal die Leistungen. Die möchte ich an der Stelle ganz kurz vorstellen, um auch abzugrenzen, wo die Unterschiede der beiden Instrumente liegen und was die Nachhaltigkeitsanalyse macht. Erstmal zur Bewertungsmethode. Ganz essentiell insgesamt bei der Regionalwertbewertungsmethode ist, dass wir vier Blickwinkel einbeziehen. Auf der linken Seite einmal objektive Wertsetzungen. Also wir recherchieren natürlich Werte aus Wissenschaft und Politik und orientieren unsere Grenzwerte daran, dass wir eben auch mit den Werten, die wir als nachhaltig beschreiben, die Zielwerte der Politik anstreben. Dann schauen wir uns auch an, was sind empirische Werte, wie steht eigentlich die Landwirtschaft da, und messen da, bewerten daran eben auch. Und dann ist eben ganz wichtig, dass wir eben auch sagen, subjektive Wertsetzungen müssen auch eine Rolle spielen. Also wir legen großen Wert auf das Expertenwissen aus der Praxis. Also wir sind sehr viel im Dialog mit Landwirtinnen und Landwirten gewesen, erarbeiten die Kennzahlen und Grenzwerte in Workshops mit denen, um auch abschätzen zu können, was ist der Aufwand dahinter und was ist auch realistisch machbar. Also nur von der Wissenschaft zu sagen, das und das muss angestrebt werden, und das ist in der Praxis gar nicht umsetzbar, sowas wollen wir nicht, sondern das ist wirklich ein Instrument, was auch aus der Praxis kommt.
Genau, und wir finden es auch wichtig, die Gesellschaft mit einzubeziehen. Auch die hat ja eine Vorstellung, wie eine Landwirtschaft in der Zukunft aussehen soll. Und deswegen machen wir auch Workshops im Moment stellvertretend für die Gesellschaft mit Aktionärinnen und Aktionären von der Regionalwert AG, möchten das aber auch noch ausweiten und die Gesellschaft noch weiter mit einbeziehen in einen Wertgebungsprozess. Genau, ein kleines Beispiel, wie das dann aussehen kann. So eine Bewertung ist jetzt hier das Beispiel Gruppengröße von Masthühnern. Dann steht in unserer Bewertungsmaske, die ich eben gezeigt habe, bitte geben Sie die Größe der zusammengehaltenen Masthühnergruppe an. Und dann kommen eben diese Perspektiven ins Spiel. Also im Ökolandbau sind einfach von der Politik festgeschrieben oder gesetzlich festgeschrieben, dass bis zu 3000 erlaubt sind, konventionell bis zu 6000 Stück. Der Demeter-Verband hat im Durchschnitt unter 300 Masthühnern in einer Gruppe und die Wissenschaft sagt sogar, naja, maximal sollten es für das Tierwohl gesehen eigentlich höchstens 100 sein. Und deswegen sagen wir in unserem Tool, okay, um das Ganze dann auch nach Diskussionen dann wieder mit Landwirtinnen und Landwirten, um das irgendwie gut einzuordnen, sagen wir, über 1000 ist eigentlich schon im roten Bereich, weil da das Tierwohl schon auf der Kippe steht und unter 500 wird als grün bewertet. Genau, dann noch ein paar weitere Beispiele zu der Bewertung von solchen Leistungskennzahlen. Ich habe eben gesagt, im Themenfeld Soziales bewerten wir den Anteil an Auszubildenden. Wir sagen, dass zum Beispiel ein Anteil von 0% Auszubildenden ist nicht nachhaltig, weil so das Betriebswissen verloren geht und auch die Menschen in der Region ja nicht weitergebildet werden können. Und wir sagen, ein grüner Grenzwert ist bei 20%, also 20% Auszubildende wäre sehr erstrebenswert. Ein weiteres Beispiel wäre die durchschnittliche Leguminosenfläche auf dem Betrieb. Auch da sagen wir, 0% ist eigentlich nicht vertretbar, weil es für die Bodenfruchtbarkeit ein ganz essentielles Instrument ist, um die aufzubauen, und 30% sind anzustreben. Genau, dann gibt es noch den Anteil an Blühflächen zum Beispiel, da sagen wir 5% Blühflächen wären erstrebenswert. Weidetage Rind geht in die Richtung Tierwohl. Auch da sehen wir es als nachhaltig, oder nach unserer Bewertungsmethode sind da 250 Tage im Jahr anzustreben. Und aus der Dimension Regionalökonomie sagen wir, hofeigenes Futter ist auch ganz wichtig eigentlich, dass ein geschlossener Wirtschaftskreislauf auf dem Betrieb herrscht, und deswegen im Bestfall wären das 100%. Genau, wie gesagt, diese Bewertung findet in der Regionalwert Nachhaltigkeitsanalyse statt. Hier ein Beispiel, wie davon quasi ein Ergebnisdokument aussieht. Da sehen Sie also eine schöne Farbskala, die bewertet zwischen stark nachhaltig und nicht nachhaltig, farblich gekennzeichnet zwischen grün, rot und dem Spektrum dazwischen. Es ist eine Bewertung dieser Kennzahlen, die ist sogar in 10 Kategorien und geht nach einem Punktesystem und genau stellt das Ganze schön farblich dar, sodass man auf einen Blick sieht, wo sind die Stärken und wo sind die Schwächen meines Betriebes in der Betriebsführung. Also auch, es geht ja nicht nur darum, Umwelt und Gesellschaft was Gutes zu tun, auch für den Betrieb selber ist es essentiell, nachhaltig zu wirtschaften, weil er sonst riskant wirtschaftet in der Zukunft auch. Genau, was kann man jetzt mit dem Ergebnis einer solchen Nachhaltigkeitsanalyse anfangen? Als Landwirt oder Landwirtin ist es ein sehr gutes internes Managementinstrument. Also man kriegt für Kategorien, wo man rot bewertet wird, auch einen Empfehlungstext raus, wie man sich dort verbessern kann bezüglich dieser Nachhaltigkeit. Man sieht auch, wo man gut dasteht. Und das ist einfach sehr gut, um zu sehen, wie kann ich mich als Betrieb bezüglich meiner Zukunftsfähigkeit verbessern und meiner Nachhaltigkeit. Dieses Instrument eignet sich aber auch sehr gut für Banken, weil es wird immer mehr auch gesetzlich vorgeschrieben, dass Nachhaltigkeit mit in die Bewertung von Kreditvergaben eingehen muss. Es müssen ESG-Risiken einbezogen werden, also das steht für Environment, Social and Governance. Das wird einfach immer mehr gesetzlich vorgeschrieben, und für Banken ist es eben auch ein gutes Instrument, um zu sagen, an Kreditnehmer, bevor ich euch einen Kredit gebe, möchte ich erstmal gucken, wie zukunftsfähig ihr eigentlich seid. Genau, Verarbeitung und Handel können davon auch profitieren, da
Konsumentinnen und Konsumenten oft nach Nachhaltigkeit und Transparenz fragen. Und wenn die Zulieferer diese Nachhaltigkeitsanalyse ausfüllen, transparenter kann man eine Betriebsführung eigentlich kaum machen. Genau. Für Kommunen ist es auch interessant. Man kann die Bewertung in einer Lieferkette und in Kantinen und Mensen eben damit bewerten. Und ganz zum Schluss eigentlich auch sehr hilfreich für die Betriebsberatung. Das Geschäftsfeld nachhaltige Betriebsentwicklung wird immer wichtiger und damit hat man etwas in der Hand, womit man den Betrieb auch wirklich gezielt beraten kann. Dann steht es nicht abstrakt in der Luft, sondern man hat wirklich etwas in der Hand zur Beratung. Genau, so, das war ein kurzer Einblick eben in diese zweite Stufe unseres Lösungsansatzes, in die Interpretation der Leistungskennzahlen und eben auch das Instrument, was wir dafür schon entwickelt haben. Und jetzt kommen wir wirklich zum Essentiellen, zur Regionalwertleistungsrechnung, die den Schritt weitergeht und diesen interpretierten Leistungskennzahlen auch finanzielle Werte zuschreibt. Ich möchte nochmal ganz kurz auf den Unterschied zwischen Analyse und Leistungsrechnung eingehen. Und dann wird mein Kollege Michael Ihnen Details zur Leistungsrechnung erläutern. Genau, also die Bewertung bei der Regionalwertnachhaltigkeitsanalyse ist eben analytisch und grafisch. Ich habe es eben schon gezeigt mit diesem Bild, das eben zwischen Grün und Rot bewertet wird. Und die Regionalwertleistungsrechnung bewertet jetzt eben finanziell, also wirklich mit Geldwerten. Das Ziel von der Analyse ist ein tiefes Verständnis über die nachhaltigen Leistungen und eben die Entwicklungspotenziale des Betriebes. Also es ist eher ein Betriebsmanagement-Instrument, wohingegen das Ziel bei der Leistungsrechnung ist, diese Leistungen finanziell sichtbar und bewertbar zu machen und damit auch an die Öffentlichkeit gehen zu können und sagen, hey, das leiste ich, und finanziell verstehen es viele Menschen einfach viel besser. Also es ist auch ein Kommunikationsinstrument. Das Ergebnis der Regionalwertnachhaltigkeitsanalyse ist eben diese ausführliche Analyse von Nachhaltigkeitsaspekten plus Empfehlungstexten, wohingegen bei der Leistungsrechnung einfach ein summierter Geldwert und eben auch detaillierte Geldwerte für die einzelnen Leistungen aufgelistet sind. Genau, und die Einsatzbereiche unterscheiden sich ein bisschen. Also die Regionalwertnachhaltigkeitsanalyse ist hauptsächlich geeignet für Beraterinnen und Berater und eben für Banken, um ihre Kreditnehmer oder eben auch Kunden beraten und einschätzen zu können. Und die Regionalwertleistungsrechnung richtet sich ganz gezielt an Landwirtinnen und Landwirte, die ihre Leistungen einfordern möchten, auch an Politik und Bürgerinnen und Verarbeiter und Händler, die einfach Transparenz haben möchten und auch kommunizieren möchten, was die Landwirtschaft alles leistet. So. Und nun zu den Details der Regionalwertleistungsrechnung. Dafür gebe ich das Wort an Michael Hiss. Dankeschön. Gut, ich würde jetzt detailliert auf die Regionalwertleistungsrechnung eingehen und die Funktionsweise erklären, sodass wir danach fundiert darüber diskutieren können. Ich fange ausnahmsweise mit dem Ergebnis an. So sieht es aus, wenn Sie die Leistungsrechnung ausgefüllt haben. Sieht ähnlich aus wie die Analyse. Nur, dass Sie jetzt statt einer farblichen Einschätzung einen monetären Ausweis über die Leistung des Betriebes erhalten. Wir haben hier 8 Kategorien und 51 Unterkategorien, die dargestellt werden monetär. Der Erfassungsaufwand nach ersten Erfahrungen ist circa 1 bis 3 Stunden, je nachdem, wie komplex und vielfältig der Betrieb ist und je nachdem, wie viele Daten sozusagen schon vorhanden sind oder im Bewusstsein des Landwirts sind. Und das Ergebnis ermöglicht eben eine leistungsbezogene Vergütung der geleisteten Tätigkeiten des Betriebes. Wichtig ist auch hier nochmal zu sagen, dass auch die Monetarisierung aus verschiedenen Aspekten besteht, gleich wie die Bewertung eben der Wissenschaft und und empirischen Werten, wo man eben festlegen kann, diese Leistungen sind gesellschaftlich sehr wichtig oder haben sehr hohe Folgekosten oder vermeiden sehr hohe Folgekosten. Dann ist es aber sehr wichtig, hier auch wieder den Praxisbezug zu haben und die Landwirte zu fragen, zu welchem Preis kannst du diese Leistung wirklich ausführen, ab wann legst du drauf und ab wann hättest du sozusagen einen Anreiz, sie auszuführen, weil du damit auch sozusagen dein Unternehmen finanzierst. Und auch wieder die Gesellschaft zu fragen, wie wichtig ist euch diese Leistung in eurem Land, in eurem
Bundesland zum Beispiel und wie hoch sollten Landwirte dafür unterstützt werden oder in welchem Maße. Und aus diesen vier Einflussgrößen bauen wir dann eben die Monetarisierung einer Leistung, einer spezifischen Leistung. Um es ein bisschen deutlicher zu machen, würde ich kurz zwei Beispiele oder unsere zwei Hauptmonetarisierungswege erklären. Es ist so, dass wir für jede Kennzahl eine Rechnung vorlegen, wie berechnet wird. Und das Klassischste wäre, dass es Euro pro eine Einheit gibt, zum Beispiel Euro pro Hektar, Euro pro Großvieheinheit oder Ähnliches. Und Sie sehen hier das Beispiel Euro pro Hektar Blühstreifen. Ein Beispielbetrieb mit 50 Hektar, der 2,5 Hektar Blühstreifen im Jahresschnitt hat. Sie können sich so vorstellen, dass die horizontale Achse im Prinzip wie die Analyse ist. Das heißt, sie bewertet, dass 0% sehr schlecht sind und 5% sehr gut sind. Und was wir jetzt mit der Leistungsrechnung machen, ist diese Achse sozusagen dann noch reinzuheben und mit der vertikalen Achse eine Monetarisierung festzulegen. Wir sagen hier, bei 0% gibt es nichts sozusagen, da auf keinen Hektar monetarisiert werden kann und ab dem ersten Quadratmeter sozusagen gibt es 100 Euro pro Hektar Blühstreifen und der Anreiz steigert sich dann bis zu 5%, wo es dann 200 Euro pro Hektar Blühstreifen gibt und ab dann stagniert der Preis und bleibt pro Hektar bei 200 Euro. Das bedeutet für diesen Beispielbetrieb, dass er das höchste Monetarisierungslevel von 200 Euro pro Hektar erreicht hat, da er die 5% erreicht und bedeutet, dass er für seinen 2,5 Hektar 200 Euro pro Hektar bekommt. Macht in der Summe 500 Euro sozialökologische Leistung im Bereich Anteil Blühflächen für diesen Betrieb. Und diese Variante Euro pro Hektar zum Beispiel ist eine sehr häufige Rechnung, wo wir dann eben diskutieren mit den vier Einflussgrößen, was ist der Zielwert, der zu erreichen ist und in welcher Höhe soll dann monetarisiert werden. Noch das zweithäufigste, was wir machen, ist Prozent auf Euro. Hier im Beispiel hofeigenes Futter. Das heißt, wir haben auch wieder auf der horizontalen Achse die Bewertung. Wir sagen, 0% ist sehr schlecht. In der Tierhaltung 0% eigenes Futter zu haben und 100% ist sehr gut. Das heißt, das sind die beiden Extreme, die der Betrieb erreichen kann. Und dann sagen wir mit der vertikalen Achse, dass er bei 0% eigenem Futter 0% auf den Erlös aus Tierhaltung bekommt und bei 100% bekommt er 1,5% auf den Erlös aus Tierhaltung als Anreiz, möglichst viel hofeigenes Futter zu verfüttern, um den Import zu schonen oder um Abhängigkeit gegenüber Lieferanten zu gewährleisten. Wir haben hier als Beispiel einen Betrieb, der mit Tierhaltung 100.000 Euro Umsatz macht und 80% eigenes Futter hat. Bedeutet, er ist nicht am Höchstmonetarisierungssatz angekommen, sondern er ist bei 1,2 von 1,5%. Könnte das steigern, indem er eben mehr hofeigenes Futter verfüttert. Und das bedeutet für diesen Betrieb, dass er 1,2% auf die 100.000 Euro Umsatz bekommt. Das heißt, ein Mehrwert von 1.200 Euro. Auch hier möchte ich wieder dazu sagen, dass dieser Wert, diese 1,2% bzw. 1,5% im Maximum ein Konsens aus den vier Einflussgrößen, die vorhin dargestellt wurden, sind. Es geht hier nicht um die Internalisierung von externen Kosten und auch nicht 1:1 um die Vergütung des Aufwands für eigenes Futter, sondern eben eine Konsensfindung der vier Einflussgrößen. Ich würde jetzt das Ergebnisdokument, was Sie nach Eingabe aller Daten bekommen, einmal kurz durchblättern. Sie können sich das so vorstellen, dass wir da 150 Kennzahlen circa haben, die so bewertet werden, wie eben dargestellt, die dann nach Eingabe berechnet werden automatisch und Sie erhalten dann bei Eingabe direkt ein PDF mit der Auswertung über alle Ihre Leistungen sozusagen. Und dieses Dokument würde ich gerade einmal kurz durchgehen. Also hier ist sind die Startseite. Einige Erklärungstexte zur Methode.
Dann gibt es hier zunächst die Gesamtauswertung, das heißt die Gesamtsumme Ihres Betriebes und dann zwei Vergleichszahlen. Wie viel macht das am Umsatz, wie viel macht die Mehrleistung an Ihrem Umsatz aus und wie viel Euro pro Hektar bekommen Sie nach unserer Berechnung? Auf der nächsten Seite ist es dann alles nochmal auf Kategorieebene differenziert. Das heißt, Sie können nachvollziehen, in welchen Kategorien Sie die Mehrwerte erbracht haben. Und auf den folgenden Seiten gibt es dann die Aufgliederung nach Unterkategorien. Das heißt, Sie sehen innerhalb einer Kategorie, in welchen Unterkategorien Sie die Mehrwerte erbracht haben. Genau. Für die Regionalwertleistungsrechnung sind die Anwender ein bisschen anders wie für die Regionalwertanalyse. Wir haben hier wieder die Landwirte, die sozusagen ihre Leistungen darstellen und dann einfordern sollen. Das heißt, sie berechnen ihre Leistung und gehen dann an ihre Endkunden, an ihre Händler und an die Gesellschaft und versuchen, diese Werte bezahlt zu bekommen, um sie auch langfristig noch ausführen zu können. Stiftungen können dann gezielter verschiedene Leistungen fördern, indem sie den Landwirt, der unterstützt wird, auffordern, die Leistungsrechnung zu machen und dann explizit die Werte zu vergüten. Verarbeitung und Handel, wenn der Wunsch besteht, die Lieferanten leistungsgerecht zu bezahlen. Politik als Grundlage für eine neue GAP oder andere Ausgleichszahlungen. Hier wäre eben die Unterstützung, die politische Unterstützung von gewissen Leistungen der Wunsch. Und dazu haben wir eine Rechnung. Wir hatten in unserem Forschungsprojekt richtig gerechnet, was zu diesem Produkt geführt hat. 4 Betriebe, die die Daten ausgefüllt haben. Diese hatten einen Gesamtumsatz von 2,8 Millionen und haben Mehrleistungen im Wert von 400.000 Euro erbracht, was 14,3% ausmacht an ihrem Umsatz. Nun ist es so, dass die deutsche Landwirtschaft, wie Christian vorhin gesagt hat, 38 Milliarden Umsatz gemacht hat 2018. Und aus der ersten Säule der gemeinsamen Agrarpolitik 5 Milliarden erhalten hat, jährlich. Und das einen Anteil am Umsatz der Landwirtschaft von 13,2% ausmacht. Das heißt, hier besteht keine große Abweichung aus unserer berechneten Mehrwert der 4 Betriebe und dem ohnehin vorhandenen Geld der GAP. Es ist allerdings so, dass die 4 Betriebe, die bei uns mitgemacht haben, nur einen Anteil von 4,8% an ihrem Umsatz durch die GAP erhalten haben. Das heißt, diese 4 Betriebe hätten circa das Dreifache nach unserer Rechnung verdient. Bedeutet für andere Betriebe, dass sie möglicherweise weniger bekommen oder dass einfach doch noch etwas mehr Geld durch die GAP, zumindest wenn dann viele Betriebe auf die nachhaltigen Leistungen umsteigen, benötigt wird. Allerdings können dafür dann auch sehr viele Folgekosten vermieden werden. Genau, so eine Vergleichszahl, wie die Politik da aktiv werden könnte. Und zu guter Letzt Bürgerinnen, die sagen, sie wären bereit zu zahlen, aber brauchen dafür mehr Transparenz oder mehr Wissen über, für was sie bezahlen, können auch anhand der Leistungsrechnung dann, wenn die Zahlungsbereitschaft tatsächlich da ist, Transparenz einfordern und dann eben auch den höheren Preis auf einer Basis, sozusagen auf einer Meinung auch ausbezahlen. Und damit hätten wir sozusagen das Problem, was anfangs dargestellt wurde, dass es keinen Marktpreis für Tierwohl, für Insektenschutz gibt, gelöst. Es gibt zwar nach wie vor keinen Marktpreis, da sich der nach Angebot und Nachfrage orientiert, aber es wäre ein Preis, mit dem alle Interessensgruppen der Ernährungserzeugung zu tun haben, festgelegt haben und dann sich darauf einigen, dass dieser Preis gezahlt wird für Leistungen, die nicht an der Ladentheke direkt ersichtlich sind. Genau. Dazu haben wir noch eine Rechnung gemacht und zwar haben wir hochgerechnet, auch wenn wir bisher noch nicht so viele Betriebe durchgerechnet haben, aber mit 66, also ganz kurz links, wir haben pro Bürger eine Ausgabe für Lebensmittel jährlich von 2160 Euro und nach der BCG-Studie kommen da zusätzlich 1100 Euro pro Bürger durch externe Schäden der Landwirtschaft obendrauf. Das heißt, nochmal ein Drittel oder ein Drittel der Gesamtkosten sind die Schäden und zwei Drittel wären die Ausgaben für Lebensmittel. Wenn jeder Bundesbürger 66 Euro jährlich zahlen würde für nachhaltige Leistungen, käme man auf circa 5 Milliarden Euro, die man dann leistungsgerecht verteilen könnte.
Und wir behaupten, dass so ein Großteil der Folgeschäden, die hier sozusagen schraffiert dargestellt sind, vermieden würde. Wir können nicht sagen, in welcher Höhe der vermiedene Schaden wäre. Er wäre unserer Meinung nach mit Sicherheit höher als die 66 Euro, die bezahlt wurden. Und es ist natürlich wie überall so, umso mehr Geld man für die Vermeidung ausgibt, umso höher ist dann auch der vermiedene Schaden. Jedenfalls fanden wir das sehr beeindruckend, dass mit 66 Euro pro Bürger, was zum Beispiel deutlich weniger als die GEZ wäre, ein Großteil der Schäden, die durch die Landwirtschaft entstehen, bezahlt wird, wenn die Leistung dann auch sozusagen leistungsgerecht entschädigt wird und nicht pauschal Geld verteilt wird. Wir haben jetzt noch sehr viel Zeit, darüber zu diskutieren. Davor noch kurz der Hinweis zu unserer Homepage, wo Sie auch viele Dinge nachlesen können. Und dann würden wir jetzt in die Diskussion gehen, Verständnisfragen klären und sonst weiterführende Fragen auch gerne beantworten. Super. Dann würde ich die Diskussion jetzt einleiten mit den Fragen, die im Chat und eben in dem Frage-Antworten-Feld schon aufgetaucht sind. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie gerne die Hand heben. Dann können wir Sie auch einfach aufrufen und die Stummschaltung aufheben. Ich würde aber einfach mal einsteigen mit der ersten Frage, die schriftlich aufgetaucht ist und die lautet: Bodenfruchtbarkeit als Betriebsvermögen bleibt erhalten, wenn der Landwirt stirbt oder verkauft. Was ist dann aber mit den ideellen Werten? Willst du antworten oder was? Oder? Ich kann es gerne beantworten. Also die Werte, die Kennzahlen, die wir betrachten, sind eigentlich größtenteils eben keine ideelle Werte, sondern das ist das, was wir sagen. Also auch zum Beispiel Fachwissen auf dem Betrieb. Also gerade, das ist ja gerade das Wichtige, dass ich das Wissen auch weitergebe an weitere Personen, dass eben nicht alles Wissen nur an dem einen Landwirt hängt, der, wenn er stirbt, mit dem es dann verloren geht. Oder was gibt es noch für Beispiele? Also wenn ich regionale Wirtschaftskreisläufe aufbaue, dann geht es auch nicht damit verloren, dass dieser eine Landwirt stirbt, sondern das ist dann einfach ein Betriebsvermögen, was dem Betrieb erhalten bleibt, auch nach dem Tod einer bestimmten Person. Das ist ja das, auch was es nachhaltig macht. Bodenfruchtbarkeit ist dann natürlich am greifbarsten, weil es etwas wirklich Vorhandenes ist, was man sehen und messen kann, aber eben auch diese Sachen wie Fachwissen, die ich gerade erläutert habe, finde ich zudem keine ideellen Werte. So gelten sie eben oft, aber wir sagen, hey, nein, das sind eben Sachen, die auch einen finanziellen Wert haben. Das ist Kapital, was man sich so anrechnen lassen können sollte. Wollt ihr noch ergänzen? Sonst geht ja gut, die Frage war noch nach den ideellen Werten. Also wie, wenn der Bauer stirbt, gehen die ideellen Werte mit ins Grab. Das ist so. Aber uns war jetzt wichtig, dass wir eben mal diese Werte begreifbar machen und quantifizierbar machen, die es zu quantifizieren gilt. Das ist keine Absage an die ideellen Werte. Und ich bin auch überhaupt nicht der Auffassung, dass man alles in Geld berechnen kann. Diesen Vorwurf hören wir ja, oder dieses Argument hören wir seit Jahrzehnten. Du kannst nicht alles in Geld bewerten. Da stimme ich völlig zu. Aber ich bin der Auffassung, nach 30 Jahren Unternehmer sein oder über 30 Jahren, dass man vieles in Geld bewerten kann. Und vor allem, wie ich anfänglich erklärt habe, von der Aufwandseite. Also wenn in einem Betrieb Aufwand betrieben wird für Nachhaltigkeit, dann kostet das Geld. Und diese Kosten, also dieser Aufwand, den können wir jetzt ermitteln, erfassen und letztendlich dann einen Wert geben. Vielleicht so viel. Genau, super. Wenn es dazu noch weitere Nachfragen gibt, dann gerne einfach nochmal schreiben oder melden. Da gibt es direkt eine Nachfrage dazu von der Fragestellerin, deswegen würde ich sie gleich mal aufrufen. Frau Menze? Herr Menze. Herr Menze, Entschuldigung. Wir können Sie gerade noch nicht hören.
Jetzt dann. Jetzt dann, super. Also schön. Dann hat es meine Frau leider noch das Foto, aber das macht ja nichts. Ich sitze an ihrem Rechner. Also, was ich die wichtigste Frage für mich heute ist, kann man eure Folien irgendwie auf der Homepage sich runterladen oder könnt ihr die zusenden? Also wir zeichnen das auf und du kannst sozusagen den Link, also wir verschicken den Link. Ah, ja, gut. Und dann kannst du die ganze Präsentation mit allen Erläuterungen, fände ich jetzt sinnvoller wie nur die Folien. Ja, genau. Ja. Gut, dankeschön. Gerne. Genau, und also da ist auch die Frage, wie und wo das veröffentlicht wird. Also wir werden das auf unserem YouTube-Kanal dann veröffentlichen. Und wichtig noch unter regionalwert-leistungen.de, also wie auf der letzten Folie. Genau. Ja, alles klar. Genau. Unter regionalwertleistungen.de können Sie es auf jeden Fall dann auch finden. Ja, hier weitere Fragen werden. Machst du, Johanna, oder soll ich? Ich würde die einfach der Reihe nach weiter durchgehen. Ja. Die nächste Frage vom gleichen Fragesteller nochmal. Worin bestehen die wichtigsten Unterschiede zwischen eurem Ansatz und der Gemeinwohlökonomie? Sehr schön. Ja, also da versuche ich zu antworten. Große Überschneidungen gibt es bei den sogenannten Indikatoren, bei den, wie man sozusagen diesen unterbelichteten Raum betrachtet. Wichtig ist, die Gemeinwohlökonomie hat sehr das Gemeinwohl im Blick. Also welche Leistungen sozusagen dem Gemeinwohl zukommen. Wir haben ganz den betriebswirtschaftlichen Blick, ich habe das ausreichend erläutert, und haben die Effekte für das Gemeinwohl oder auch für die externen Schäden, die sind sekundär bei uns. Und das ist mit der größte Unterschied, wie Anfänger von mir erläutert, wenn alle Betriebe nachhaltig wirtschaften würden, gäbe es in der Hauptsache positive Effekte auf das Gemeinwohl. Diese Abgrenzung zwischen betrieblichen Nutzen und Gemeinwohlnutzen, das ist eine sehr spannende Frage, an der arbeiten wir die nächsten 2 Jahre. Inwiefern, dass man dann auch in eine Betriebsbilanz, und das gilt nicht nur für die Landwirtschaft, inwiefern wir auch in einer Unternehmensbilanz ein sogenanntes Gesellschaftsvermögenskonto aufmachen könnte. Das führt jetzt zu weit, aber auf deine Frage hin, es ist in der Tat eine spannende Frage, wie viel kommt dem Betrieb zugute an den Leistungen oder an den Schäden und wie viel kommt der Gesellschaft, dem Gemeinwohl zugute. Und ich würde sagen, im besten Fall haben wir in 3 Jahren, in 5 Jahren eine gemeinsame, mit den Gemeinwohlökonomen, eine gemeinsame Abgrenzung an dieser Stelle. Vielleicht so viel zu dieser Grundsatzfrage. Gut, dann würde ich zur nächsten Frage übergehen. Die lautet, werden die eingegebenen Werte kontrolliert? Also das ist so, das ist ein reiner Selbstcheck, sowohl bei der Nachhaltigkeitsanalyse als auch bei der Regionalwertleistungsrechnung, wo wir darauf vertrauen, dass ein Landwirt, eine Landwirtin ihren Betrieb selbst am besten kennt und ja auch dadurch kennenlernen und einschätzen lernen möchte. Also es gibt keine Kontrolle dieser Werte, aber wir gehen davon aus, dass dieses Instrument auch nur wirklich hilfreich ist, wenn man dort ehrliche Werte eingibt, weil nur so bekommt man seinen Betrieb auch wiedergespiegelt. Genau, und auf dem Ergebnisdokument ist auch groß vermerkt, dass es sich um eine Selbstauskunft handelt. Also wenn der Betrieb dann doch nach außen geht damit, dann steht auf dem Ergebnisdokument groß, das wird automatisch draufgedruckt, dass es um eine Selbstauskunft handelt. Das ist auch ein bisschen der Pragmatik geschuldet. Also eine Kontrolle könnten wir für den Preis von 289 Euro niemals leisten. Eine Kontrolle würde dann eben wie bei der Ökokontrolle in ganz andere Dimensionen von Kosten gehen. Und dann haben wir gesagt, wir starten jetzt einfach in dieser Art Selbstauskunft. Und wenn dann Anspruchsgruppen an einen Betrieb dann auch ihre Kontrolle selbst übernehmen wollen oder vielleicht uns beauftragen würden, dann kann man das ins Auge fassen. Aber das ist klar, dass für 289 Euro eine Kontrolle der eingegebenen Daten auf keinen Fall leistbar ist. Gut,
Dann wäre die nächste Frage, also ich gehe jetzt im Moment nur, dass Sie das vielleicht auch verstehen, erstmal den Frage-Antworten-Bereich durch und danach habe ich auch gesehen, dass im Chat noch weitere Fragen sind, die werde ich danach auch noch durchgehen. So, die nächste Frage hier im Frage-Antworten-Bereich ist jetzt, bei der letzten Folie von Herrn Hiss Junior war die Rede von 66 Euro, die aber nur einen kleinen Teil der externen Schäden über 1000 Euro abdecken. Sie sprachen aber von einem großen Teil. Könnten Sie das bitte noch mal kurz erläutern? Kann ich machen. Also die 1000 Euro waren sozusagen die Schäden, die bisher schon entstehen pro Bürger jährlich. Und die Aussage ist, wenn man pro Bürger 66 Euro hätte und die an die Landwirte ausbezahlen würde, um verschiedene Praktiken nicht zu machen oder andere Praktiken, die positiv sind, auszuführen, dann gehen wir davon aus, dass ein großer Teil der Schäden dieser 1000 Euro nicht entstehen würden. So kommt es zustande. Also die 66 Euro sind im Bestfall vermeintlich 66 Euro Schaden, sondern deutlich mehr als das. Das ist die Aussage darüber. Wir können nicht sagen, 66 Euro vermeiden 500 Euro. Das kann keiner im Prinzip festlegen oder sagen. Es ist doch trotzdem oft so, dass sozusagen die Kosten für die Schadensvermeidung niedriger sind als der Schaden, der daraus resultiert. Das ist die Aussage der Folie. Ich hoffe, dass es so klarer geworden ist. Ja, und man muss auch dazu sagen, dass wir ja nicht wissen, wie Boston Consulting Group diese 1000 Euro ausgerechnet hat. Was haben die für eine Wertgebung gemacht? Das ist eine Aussage, die steht in der Welt. Doch Boston Consulting Group. Wir haben mal 4 Betriebe intensiv über ein Jahr durchgerechnet, begleitet, erfasst und haben mit Bauern gesprochen. Und die, da könnt ihr die Videodokumentation von der Abschlusskonferenz auch anschauen. Da haben alle beteiligten Praktiker haben gesagt, ja, wenn wir das Geld, was Michael vorhin vorgestellt hat, wenn wir das Geld bekommen würden, dann könnten wir so arbeiten und würden weniger Schäden und Risiken verursachen. Also hier steht in der Wertgebung, in diesen Werten steht im Grunde Aussage gegen Aussage. Was uns wichtig ist und mir ist das elementar wichtig, dass wir herunterkommen von Horrorzahlen und der Landwirtschaft Horrorzahlen vorlegen, wie schlimm sie wirtschaften. Also das Doppelte des eigenen Umsatzes machen sie nochmal an Schäden. Oder Fleisch wird 15 Mal so teuer oder 10 Mal so teuer. Da gibt es ja unglaublich viele Angaben, Behauptungen und so weiter. Uns ist es wichtig, in einer Größenordnung zu beginnen, mit 66 Euro oder mit 14% mehr Umsatz, auf den Umsatz gehen. Das sind alles furchtbar realistische Zahlen, die aber wirklich in der Praxis verankert sind, sozusagen. Und unser Plädoyer ist, fangen wir mit diesen Größenordnungen an. Dann haben wir schon unglaublich viel getan. Also das steht bei mir auch nochmal im Hintergrund, in dieser Gegenüberstellung von 1000 Euro zu 66. Okay, dann wäre die nächste Frage bei Biodiversität. Wo bleibt keine Gentechnik? Dazu kann man vielleicht sagen, dass das jetzt mal ein erstes Set an Kennzahlen ist, was wir im kommenden Jahr auf jeden Fall noch weiter ausarbeiten möchten und dann sowas auch mit rein könnten. Also man muss dazu sagen, dass nicht sozusagen negativ gesagt wird, du hast so und so viel Gentechnik, sondern es wird positiv gesagt, du hast so und so viel samenfeste Sorten. Also es gibt die Belohnung für den Anteil samenfester Sorten, was ja damit gleichzeitig eine Bestrafung für einen hohen Anteil von Gentechnik ist. Das heißt, die Frage nach der Qualität des Saatguts wird abgedeckt, nur mit der Positivformulierung und der Belohnung der Verwendung von samenfesten Sorten oder zum Beispiel dann von PB-Sorten im Weinbau. Also ist die Frage vorhanden, nur in der Positivformulierung. Und ich kann gleich dazu sagen, Herr Rüdiger, da fordern wir als oberen Grenzwert 100% samenfeste Sorten. 100% ist der obere Grenzwert. Nicht 10%, sondern 100%. Aber Johanna, du hast Fragen übersprungen. Ja, ich bin jetzt gerade weiter nach unten gegangen, weil ich dachte, dass die schon länger da stehen. Aber ich kann jetzt auch wieder von oben weitermachen. Das ist vielleicht einfacher, um die Übersicht zu behalten.
Okay, dann ist die nächste Frage von oben kommt. Werden die Beratungskosten gefördert? Wie muss ich mir den Umfang der Kosten vorstellen und schlagen die sich in der Analyse nieder? Werden die Beratungskosten gefördert? Ich verstehe, glaube ich, gar nicht. Also, es kommt jetzt darauf an, welche Kosten hier gemeint sind. Also die Analyse, Regionalwert Nachhaltigkeitsanalyse, kostet pro Durchführung 289 Euro. Die Regionalwert Leistungsrechnung kostet 500 Euro pro Durchführung. Es gibt jetzt die ersten Rückmeldungen, das war sehr viel los die vergangene Woche. Es gibt die ersten Rückmeldungen, dass Verbände die Durchführung fördern wollen. Oder dass auch dass Händler haben schon angefragt, Händler möchten die Instrumente ihren Lieferanten zur Verfügung stellen, schenken und so weiter. Aber öffentliche Förderung oder so kenne ich keinen. Aber es kommt was in Gang, also man von verschiedenen Anspruchsgruppen. Gut, dann ist die nächste Frage, sind die Analysen und Leistungsrechnungen der Betriebe einmalig oder kann man diese Analysen aktualisieren, wenn man zum Beispiel etwas im Betrieb umstellen möchte? Also ich antworte kurz, ja. Mhm. Also am sinnvollsten ist eine Analyse pro Jahr und eine Leistungsrechnung pro Jahr. Und dann werden wir noch Planungstools anbieten, die sind dann wesentlich günstiger. Also wenn man schon mal eine Leistungsrechnung gekauft hat, dann bekommt man noch einen Zugang zu einem wesentlich günstigeren Planungstool. Also so viel kann ich sagen. Aber sinnvoll ist ein Geschäftsjahr. Ein Wirtschaftsjahr sollte analysiert werden und berechnet werden. Und dann gibt es noch ein Planungstool, wo man dann Sollwerte eintragen kann. Gut, nächste Frage ist, wird es langfristig auch weitere Tierarten und Tierhaltungssysteme geben? Konkret zum Beispiel Naturschutzbeweidung mit Schafen und Ziegen in Hütehaltung, auch wenn diese eine Nische sind. So. Ja, also wir haben jetzt dran, den Plan zu machen, welche Betriebszweige als nächstes integriert werden. Und natürlich ist es so, dass sozusagen die Dinge oder die Betriebszweige, die am präsentesten sind, am weitesten verbreiten, als erstes kommen sollten. Aber wir haben auch Ziegen, Schafenhaltung auf dem Plan. Ich kann es nicht genau versprechen, wann es online sein wird. Wir versuchen, alles innerhalb des nächsten Halbjahres reinzubekommen. Was jetzt sehr zwingend kommt als erstes, ist Weinbau und Pferdehaltung. Und dann werden wir uns auch den anderen Themen auf jeden Fall widmen. Aber es ist eben immer sehr, sehr viel Arbeit, um das sozusagen alle vier Interessensgruppen mit einzubeziehen und da für alle vertretbare Werte rauszubringen. Deswegen kann man das immer nicht ganz so schnell alles machen, aber wir sind auf jeden Fall dran, dass die gesamte Landwirtschaft abgedeckt wird. Gut, die nächste Frage ist, wie bilden Sie einen finanziellen Wert für einen Indikator wie Beschäftigte mit Handicap? Also die Anzahl davon. Möchtest du auch darauf eingehen? Also zunächst wird bewertet, wie hoch der Anteil an Menschen mit Handicap im Verhältnis zur Festanstellung ist. Weil das ist ja klar, wenn man mehr inkludierte Menschen hat und weniger Angestellte, dann ist der Aufwand extrem hoch für den Betrieb. Und dann bewerten wir momentan sozusagen mit einer Art Betreuungsaufwand für die inkludierten Menschen. Aber auch da ist es so, dass wir da auf jeden Fall noch mit mehr Interessensgruppen drüber sprechen werden. Es ist sehr unterschiedlich sozusagen, welche Form der Inkludierung stattfindet. Und können da auch gerne nochmal über die Monetarisierung diskutieren. Aber momentan geht es um eine Art Betreuungsaufwandsvergütung für die inkludierten Menschen. Gut, vielleicht zwischendurch einmal, wir sind ganz begeistert, wie viele Fragen aufkommen. Und vielen Dank für das Interesse. Und dann gehe ich jetzt weiter zur nächsten Frage. Die lautet, wenn ein Betrieb eine GmbH und Co. KG ist, mit mehreren Betriebszweigen, wie geht ihr mit dem Binnenumsatz zwischen Landwirtschaft, Verarbeitung und Hofladen / Marktwagen bei der Leistungsrechnung um? Welche Betriebe geben die Daten ein? Ja, oder du? Also die Frage kam auch während richtig rechnen auf, weil auch ein Betrieb eine Vermarktungsgesellschaft hatte. Und es ist generell so, dass wir nur die Landwirtschaft dann betrachten. Kann man noch im Detail klären, also so bei wirtschaftlicher Souveränität fragen wir nach dem umsatzstärksten Kunden und wenn 100% des Umsatzes an den
an die Vermarktungsgesellschaft geht, dann wäre das natürlich sehr schlecht bewertet. Da kann man dann noch Differenzierungen vornehmen, dass sozusagen die Vermarktungsgesellschaft dann nicht so riskant ist, wie wenn man einen externen Großkunden hätte. Aber generell ist es so, dass wir immer nur die Landwirtschaft betrachten und Firmen, die darum entstehen, nicht mit betrachtet werden. Genau, man muss ja irgendwo mal anfangen, auf jeden Fall. Und genau, die nächste Anmerkung ist, mein Bildschirm ist schwarz mit dem Aufdruck Regionalwert AG. Vielleicht dazu der kurze Hinweis, oben im Bildschirm kann man auswählen Sprecheransicht oder, ich weiß gar nicht, wie es anders heißt, Galerieansicht. Vielleicht, wenn Sie darauf mal klicken, müsste es eigentlich möglich sein, dass alle unsere Gesichter zu sehen sind, hoffentlich. Das vielleicht als kurze Zwischenanmerkung. Und dann würde ich weitergehen zur nächsten Frage. Werden die partizipierenden Betriebe nach dem Einstieg über den Zeitverlauf weiter begleitet? Könnte so die Dynamik der Auswirkungen auf die Praxis erfasst werden? Du bist wieder gerutscht. Das darüber ist ja eher ein Kommentar. Ich wollte jetzt erstmal auf die nächste Frage eingehen. Gut, also erstmal vielen Dank, dass es wertgeschätzt wird, dass wir Landwirte und Landwirte einbeziehen. Das ist mir unglaublich wichtig. Also und da musste ich auch wirklich gut dafür einstehen und dafür kämpfen, dass sozusagen objektives Wissen, Wissenschaft und Erfahrungswissen, dass die auf Augenhöhe sind und sich gegenseitig wirklich bedingen. Und das hat eine sehr lange Geschichte. Ich war Anfang der 90er Jahre, erste Hälfte der 90er Jahre in einem, in einem Philosophenzirkel um Ivan Illich herum und habe da gelernt sozusagen, wie Erfahrungswissen, für Ivan Illich war Erfahrungswissen gleichbedeutend mit Wissenschaft, mit Experten, mit objektivierbarem Wissen. Und mir ist das unglaublich wichtig. Und wir haben gesehen in den Arbeitstreffen mit den Landwirtinnen und Landwirten, was für eine Begeisterung, dass sie entwickelt haben, hier jetzt endlich mitreden zu können, anstatt immer nur bewertet zu werden. Also sie reden mit, sie dürfen mitentwickeln, Wertgebung, Werte zuschreiben. Und das ist uns unglaublich wichtig. Und ich bedanke mich, dass du das wertschätzt das und erkannt hast, dass es bei uns wichtig ist. Dann war Samenfest, weitere Fragen, wo es rutscht es gerade, werden die? Genau, die neuen tauchen immer oben auf. Also werden die partizipiert, ich will dann das Wort nehmen. alles gut. Die hatten wir jetzt gerade, okay, da mache ich einfach wieder oben weiter. Nächste Frage wäre dann, in dem Musterbeispiel fehlen bei der Auflistung einige Indikatoren. Warum? Zum Beispiel beim Themenfeld Regionalökonomie fehlt regionale Vernetzung und regionale Arbeitsplätze. Warum? Wie wird das monetarisiert? Die beiden Themen, die da angesprochen werden, sind Kategorien der Regionalarbeit Nachhaltigkeitsanalyse, sind in der Leistungsrechnung aktuell nicht vorhanden. Wir haben hier folgendes Problem, dass die Analyse qualitative Fragen stellen kann und dann danach bewerten kann. Und bei der Leistungsrechnung ist es immer auch die Frage, nicht nur ist was relevant, sondern gibt es eine Möglichkeit, es sinnvoll zu monetarisieren. Und viele qualitative Fragen haben wir noch nicht geschafft, eine sinnvolle Monetarisierung vorzunehmen. Auch da kann man weiter dran arbeiten. Aber man ist teilweise ein bisschen darin eingeschränkt, Dinge zu monetarisieren, auch wenn sie tendenziell wichtig wären. Und die Analyse ist da freier, qualitative Dinge mit aufzunehmen. Heißt nicht, dass wir es nie monetarisieren werden, aber es gab eben Dinge, die naheliegender waren zu monetarisieren. Und dann, ich darf ergänzen, und dann war es auch eine permanente Herausforderung die letzten 4 Jahre zwischen Überkomplexität oder in einer Überkomplexität zu scheitern und trotzdem relativ breit und detailliert was auszuarbeiten oder was vorzulegen.
Und dann sind manche Indikatoren, haben sich verändert, manche sind rausgefallen, es sind neue dazugekommen. Auch die Landwirtinnen und Landwirte haben beigetragen und haben gesagt, das ist nicht so wichtig, dafür haben wir einen anderen aufgenommen. Also an dieser Stelle kann man auch nochmal betonen, dass das Instrument und die Methode von uns so gebaut sind, also sowohl die Nachhaltigkeitsanalyse wie die Leistungsrechnung, so gebaut sind, dass sowohl die Leistungskennzahlen, ich sage es mal gleich Indikatoren, erweitert und, erweitert und reduziert werden können, verändert werden können, wie auch die Grenzwerte und die Monetarisierungswerte, die sind in unserem Tool, in unserem Instrument veränderbar. Wenn sich die Situationen ändern, die Fragestellungen ändern sich an die Betriebe, dann können wir da auch reagieren. Nicht laufend, aber in gewissen Abständen. Und wir haben jetzt ein zweijähriges Projekt vor und mit der KTBL, also Kuratorium Technik Bau Landwirtschaft unter anderem. Und wenn da nach zwei Jahren sinnvoll, wenn sich da ergibt, dass es sinnvoll ist, dass man anpasst, dann machen wir das auch. Also nicht laufend, aber das ist das war uns sehr wichtig, dass das Instrument nicht einmal fertig fertig gekostet ist und dann immer veränderbar. Wir haben drei Fugen, an denen wir mit der Zeit anpassen können. Und dann eben auch wieder solche neue Leistungskennzahlen einnehmen. Genau. Super, dann nächste Frage ist, wie ist die Umsetzung im Weinbau geplant? Gibt es eine Modellregion oder Modellbetriebe? In der Analyse ist der Weinbau schon drin. Für die Leistungsrechnung planen wir es optimistisch zum 1. März 2021 drin zu haben und werden gestern zum Thema Modellregion, Modellbetriebe, werden gestern einen sehr, sehr konstruktiven Weinbau-Workshop mit Winzern, in dem es darum ging, welche Leistungskennzahlen sollen bewertet werden, wie ist die Wichtigkeit, wie sind sie zu bewerten. Und wir sind da dran. Es wird für alle Themen mehrere Workshops geben, aber konkret haben wir jetzt mit diesen Winzern, die gestern im Gespräch waren, angefangen, das Weinbauthema umzusetzen. Gut, dann sehe ich auf jeden Fall noch ein paar sehr gute Hinweise von Herrn Stegemann im Frage-Antworten-Chat, aber das sind nicht direkte Fragen, glaube ich. Dann würde ich jetzt erstmal in den Chat übergehen, weil sich dort auch einige Fragen angesammelt haben. Ja, würde ich ganz kurz eine Anmerkung gern zu Beginn klären. Da steht Betriebswirtschaft konträr zu Demeter, interessant. Ich habe damit nicht sagen wollen, dass Demeter keine Betriebswirtschaft kann, sondern eher, dass Betriebswirtschaft kein Demeter kann. Also es ist eben so, dass Demeter ja sehr viel Erleben und sehr viel Erfahrung ist und in der Betriebswirtschaftslehre war es einfach nicht so und sehr abstrakt. Genau, also wollte damit nicht sagen, dass Demeter Landwirte nicht wissen, wie Betriebswirtschaft zu machen ist. Wollte ich nochmal kurz klarstellen, sondern eher, dass die Betriebswirtschaftler nicht wissen, wie Demeter zu machen ist. Gut, dann, ich bin jetzt hier mal durchgescrollt, da ist viel passiert. Ich hoffe, ich bin jetzt ganz oben angelangt. Die erste Frage, die ich da sehe, ist, wie weit ist der noch zurückzulegende politische Weg, bis sich eine solche Leistungsrechnung in der GAP niederschlägt? Tja, das ist eine gute Frage und wir hoffen, dass er nicht mehr so weit ist. Die GAP soll ja jetzt schon geändert werden mit diesen neuen Eco-Schemes und es gibt diese sogenannte Lernphase in der nächsten Zeit, wo wir hoffen, dass wir auch mehr politisches Gehör bekommen mit der Regionalwertleistungsrechnung. Aber bis sich das wirklich in der GAP niederschlägt, lehrt einen die Praxis, ist es immer ein mühsamer Weg. Willst du dazu ergänzen oder? Also wir sind dran und ich sehe, also, wir sind dran, aber wir sind weniger jetzt politisch und agrarpolitisch unterwegs, sondern mein Anliegen ist es und unser Wunsch ist es hier, dass viele Landwirtinnen und Landwirte, viele Betriebe die Leistungsrechnung durchführen und dann einen Druck erzeugen. Und ich bin ganz sicher, wenn Betriebe das machen und haben das mal in der Hand, das ist bei uns, bei den Betrieben, die es jetzt schon durchgeführt haben, waren das ganz starke Effekte. Im Selbstbewusstsein, in der Konkretisierung der Forderungen nach anderen Preisen. Ich glaube, also das wäre auch meine Strategie, dass der Druck von unten kommen muss.
Und das und ich glaube, dass wir jetzt der Landwirtschaft ein Instrument an die Hand gegeben haben, um diesen Druck aufzubauen. Gut, dann ist, glaube ich, der nächste Punkt. Der Knackpunkt für den öffentlichen Nutzen ist die Methodik der Analyse. Gibt es Peer-Reviews und breite Unterstützung aus Wissenschaft und Unternehmen zur Bewertungs- und Monetarisierungsmethodik? Dazu hat Christian ja eben schon erwähnt, dass wir fürs nächste Jahr planen, ein größeres Projekt in Zusammenarbeit mit der KTBL, mit dem KTBL zu machen, die uns da ganz klar unterstützen. Wir sind viel im Austausch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und auch Unternehmerinnen und Unternehmern zu diesen Themen und bekommen da sehr viel positives Feedback und Unterstützung und auch wertvolle Zuarbeit. Also insofern ist es auf jeden Fall eine Methode, die großen Anklang und große Zustimmung in der Öffentlichkeit erlangt, was das angeht. So, ansonsten muss ich jetzt hier mal scroll ich noch durch. Wenn ihr gerade noch offene Fragen seht, dann sagt es gerne. Oder auch, wenn ich jetzt Fragen übergangen habe, bitte gerne auch einfach nochmal posten, dann erscheinen sie wieder ganz aktuell. Jetzt kam gerade noch eine neue rein. Gibt es eine feste Zusammenarbeit zwischen der Regionalwirt AG und den Abgeordneten aus der Region im Europarat? Denn dort muss sich ja etwas ändern und euer Ansatz ist doch ein toller Anfang. Nee, also gibt es keine, also von uns gibt es keine, Kontakte dahin. Genau. Wie gesagt, ich habe vor ungefähr 7 oder 8 Jahren alle politischen Bemühungen eingestellt, weil ich gesehen habe, ich verheize mir nicht nur und ohne irgendwelche Aussicht auf Erfolg. Und da habe ich es vor 7, 8 Jahren eingestellt und habe gesagt, jetzt machen wir eine Basisarbeit und schaffen Substanz und warten, bis die Politikerinnen auf uns zukommen. Das war meine Strategie der letzten 7, 8 Jahre. Deswegen haben wir auch jetzt nicht so ein, können wir nicht sagen, da sind wir aktiv und dort sind wir aktiv. Nee, wir haben jetzt Substanz erarbeitet und wenn sie gut ist, dann wird es eine Resonanz finden in der Politik. Das ist und in der Gesellschaft. Das war unsere Strategie und ich bin überzeugt davon, dass wir diese Substanz geschaffen haben. Genau. Jetzt ist mir gerade noch eine Frage im Chat aufgefallen. Danach gehe ich wieder in den Frage-Antworten-Bereich. Im Chat steht noch, herzlichen Glückwunsch erstmal für eure wichtige und sehr präzise Arbeit. Wie schaffen wir hier bestmögliche Solidarität, dass diese Weisen und Wirkung ins gesellschaftliche Leben finden? Dass diese Weisen Eingang und Wirkung ins gesellschaftliche Leben finden? Über Verbände, über Betriebe, die das bekannt machen und so weiter. Also das ist, aber die Resonanzen nach der ersten Woche sind relativ gut, eben auch von Verbänden und eben wenn Händler bereit sind zum Beispiel oder Verarbeiter bereit wären, ihre Lieferanten nach dieser Methode der Leistungsrechnung anders zu bezahlen. Und da sind die Signale stark die ersten Tage und da hoffen wir, dass da was in Bewegung kommt. Ja, also auch wie Christian eben schon gesagt hat, je mehr Landwirtinnen und Landwirte dieses Instrument durchführen, desto größer wird ja auch der politische Druck und die Aussagekraft dahinter. Also eigentlich ist der Weg die Regionalwertleistungsrechnung, mit der diese Stimmen aus der Landwirtschaft jetzt richtig Nachdruck bekommen. Und so hoffen wir eben, dass wir damit auch den Einzug in Gesellschaft und in Politik bekommen. Genau, jetzt nochmal zurück zu Fragen Antworten. Könnten Sie noch kurz erklären, wie Sie auf die regionale Wertschöpfung kommen? Dazu Michael was? Also in der Leistungsrechnung wird nicht regionale Wertschöpfung ausgegeben. Die wird ja oft definiert, welcher Input läuft in einer Region, welcher Output kommt raus und das Delta dazwischen ist dann die regionale Wertschöpfung. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir haben zwei Kategorien. Die wirtschaftliche Souveränität des Betriebes, da geht es hauptsächlich darum, wie abhängig ist der Betrieb von Zugängen und Abgängen, das heißt, wie souverän ist er über Düngemittel, Futtermittel und wie souverän ist er im Verkauf.
Und dann haben wir die Regionalökonomie, also die regionalen Wirtschaftskreisläufe, wo es darum geht, wenn etwas ein- und verkauft wird, in welchem Umfang oder in welchem Umkreis wird ein- und verkauft. Und dazu passt auch die nächste Frage, welche Kriterien gibt es, ob etwas regional oder nicht regional ist. Da haben wir schlichtweg zwei Regionalitätsklassen festgelegt, nämlich Regionalität Klasse 1 ist Ein- und Verkauf im Umkreis von 75 Kilometern und Klasse 2 im Umkreis von 750 Kilometern. Und alles darüber hinaus gilt als nicht mehr regional, also wird dann nicht mehr positiv bewertet. Genau, aber die regionale Wertschöpfung, wie sie klassischerweise berechnet wird, machen wir in dem Sinne nicht, sondern das ist für uns eigentlich eher die gesamte Leistungsrechnung, ist eine Art von Wertschöpfung für die Region. Okay, danke schön. Die nächste Frage hier lautet, herzlichen Dank für die Darstellung. Wie soll innerhalb der Regionalwert AGs mit der Leistungsrechnung verfahren werden? Da haben wir jetzt noch keine besondere Strategie, sondern die können von allen Partnerbetrieben der Regionalwert AGs in allen Regionen angewendet werden. Und dann werden wir auf der Basis dann weiterarbeiten. Wir haben jetzt noch keine besondere Strategie, das wird man jetzt für Regionalwert AGs und ihre Partnerbetriebe, das wird man in Zukunft noch besprechen. Genau. Dazu vielleicht kurz zur Erläuterung, es gibt eben nicht nur die Regionalwert AG Freiburg, sondern in ganz Deutschland mittlerweile auch weitere Regionalwert AGs. Genau, dann sehe ich im Chat noch eine neue Frage, die lautet, wie werden die Erkenntnisse der Analysen aus dieser Bottom-up-Strategie gesammelt, um sie publik zu machen? Also zum einen planen wir eben politische Kampagnen auch mitzumachen. Und wenn wir ein Forschungsprojekt im nächsten Jahr durchführen, dann wird es dazu sicherlich einen Forschungsbericht auch geben. Und ansonsten appellieren wir natürlich auch an Landwirtinnen und Landwirte selbst mit ihren Ergebnissen aus der Leistungsrechnung an die Öffentlichkeit zu gehen und selber damit ihre Leistungen einzufordern. Wollt ihr das noch ergänzen oder? Nee. Okay, ich hatte eben ganz kurz eine erhobene Hand gesehen, die ist aber jetzt, glaube ich, wieder runtergenommen worden. Das scheint sich erledigt zu haben. Genau, ansonsten sehe ich im Moment auf jeden Fall noch viele wertvolle Hinweise im Chat und in den Frage-Antworten. Dafür vielen Dank, die nehmen wir alle zur Kenntnis. Vielleicht hier noch die Frage von Herrn Stegemann. Arbeitet ihr mit Bäuerinnen und Bauern oder mit Landwirtinnen? Ist Letzteres nicht Ausdruck des aktuellen Systems, das zum Teil von der Leistungsrechnung überwunden werden soll? Sprache ist Ausdruck von Inhalten. Wir werden es überprüfen, Holger. Aber ich halte die allermeisten nicht mehr für Bäuerinnen. Wir haben vor 3 Jahren mit zwei Wissenschaftlerinnen zusammen eine Studie geschrieben über die bäuerliche Ökonomie. Und ich bin ganz klar der Auffassung, dass es heute keine Bauern mehr gibt. Wenn du darauf abzielst, vom Blickwinkel der Ökonomie gibt es keine Bauern mehr. Das sind alles Landwirte. Und weil sozusagen die bäuerliche Ökonomie eine völlig andere Ökonomie war als das, was wir heute in der Landwirtschaft haben. Und vielleicht bekommen wir sie wieder mal. Ich glaube, wir haben einen Schritt getan, nicht für den Einzelhof, aber in ganzen Regionen. Das ist ja unser Ziel, regionale Ernährungssouveränität herzustellen in Regionen. Nicht mehr für eine Bauernfamilie, wie es vor 100 Jahren war oder bis vor 80, sondern für die Menschen einer Region. Aber ich bin der Auffassung, wenn du schon dieses Thema aufwirfst, dass es keine Bauern mehr gibt. Vor diesem Hintergrund dieser bäuerlichen Ökonomie. Wenn man es aus anderen Blickwinkeln betrachtet, dann mag es noch Bäuerinnen und Bauern geben. Aber ich bin sicher, die bäuerliche Ökonomie ist vorbei. Die gibt es so gut wie keinen Betrieb mehr, der das noch umsetzt. Sehr spannendes Thema.
Ja, und ich persönlich finde, Landwirt und Landwirtin klingt auch immer sehr wertschätzend und beschreibt gut die Arbeit, die sie betreiben, ohne dass es damit irgendwie eine bäuerliche Ökonomie ausgeschlossen wäre oder so. Ich finde, dass es einfach auch ein treffender Begriff ist. Vielleicht so viel noch dazu. Dann kam da noch eine neue Frage rein und damit würde ich dann auch so langsam die Diskussionsrunde zu Ende gehen lassen. Die beantworten wir noch und dann kommen wir, glaube ich, mal zu einem Schluss. Die Frage lautet noch, wird es eine Anschlussfähigkeit an die Gemeinwohlökonomie geben? Müssen wir schauen in den nächsten 2 Jahren. Müssen wir herausarbeiten. Genau. So viel vielleicht erstmal dazu. Vielen, vielen Dank für all diese Beiträge. Wir sind wirklich ganz begeistert, wie viel Interesse, auch wie viele lobende Kommentare und Zusprüche hier im Chat aufgekommen sind. Das sehen Sie, glaube ich, teilweise gar nicht. Die habe ich jetzt nicht alle vorgelesen, sondern mich auf die Fragen bezogen. Aber vielen, vielen Dank. Ja. Das hat wirklich Spaß gemacht, da mit Ihnen drüber zu diskutieren. Eindrucksvoll. Genau. Herzlichen Dank. Und wir stellen, wie gesagt, den Link der Aufzeichnung zur Verfügung und ihr könnt das gerne weitergeben. Herzlichen Dank und hoffentlich bis bald. Ciao. Bis bald. Tschüss.